Da sind wir live bei Twitch. Ich hoffe, dass wir es nachträglich bei YouTube bringen können. Spiegel TV mag ja Reactions auf ihre Themen nicht. Finde ich sehr, sehr schade. Ich gucke viel Spiegel TV. Hab das mal sehr gehatet in meiner Vergangenheit. Heute gucke ich das doch, weil da oft sehr informative Beiträge für sind. Aber da geht schon die erste Diskussion wahrscheinlich los. Und das ist hier ein Beitrag von Spiegel TV. Und zwar geht es um völkische Siedler als Nachbarn. Das Leben zur Hölle geworden. Das Leben ist zur Hölle geworden. Und da bin ich sehr gespannt, was da kommt. Diese völkischen Siedlungen werden wir, und da könnt ihr mich beim Wort nehmen, werden wir wirklich sehr, sehr vermehrt sehen in Zukunft. Das ist höchstwahrscheinlich ein Zukunftskonzept, was für viele Rechtsextremisten, Rechtsradikale, Völkische und so weiter, dass das ein Konzept für die ist, in Zukunft sich sozusagen Enklaven zu schaffen, ein gewisses kleines eigenes Hoheitsgebiet. Und ich denke, das sind Dinge, denen wir uns entgegenstellen müssen. Grundsätzlich kann jeder ja zusammenziehen, wie er will. Hier sehe ich trotzdem immer die große Gefahr, wie Kinder hier auch mit erzogen werden, welche Ideologien da sind und was dort getrieben wird und wie dort rechtsextremes Gedankengut verbreitet wird und welche Auswirkungen das natürlich auf die Dorfgemeinschaft hat und auf die Leute, die da drumherum wohnen. Also, ich sehe die Ersten im Chat. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich habe heute schon stundenlang gelabert, aber ich habe irgendwie Lust heute. Und von daher machen wir jetzt noch eine Reaction. Ich hoffe, das gucken wir uns, pfeifen wir uns zusammen rein und dann Dankeschön schon für das erste Abo. Sasa 1987, Dankeschön für das Prime-Abo. Dankeschön. Also, das ist nicht mal Prime, das ist ein normales Abo. Hey, Ehre geht doppelt raus. Also, wir steigen dann gleich mal rein. Und hey, große Überraschung, heute geht es mal nicht um Sachsen und Thüringen, was ja sonst in dieser Thematik ganz weit vorne ist, sondern heute geht es mal um Sachsen-Anhalt. Hey, welche große Überraschung. Aber steigen wir in die Doku rein. Es sind 16 Minuten. Mal gucken, ob wir das unter einer Stunde schaffen. ich bin mir da nicht ganz sicher. Gucken wir mal. Machen wir einfach Attacke oder was? Wendemark in Sachsen-Anhalt. Auf diesem Hof kultiviert ein deutscher Familienclan sein rechtes Gedankengut. Eine völkische Siedlergemeinschaft, abgeschieden von der Öffentlichkeit. Geil ist auch so völkischer Clan. Also da muss man jetzt auch mal sagen, bei Clan denken wir immer irgendwie an Clans aus dem Libanon, Abu Chaka, Miri, Remo oder was weiß ich, die Namen, die so alle kursieren, aber warum sollen nicht auch deutsche, völkische Siedler einen Clan gründen, obwohl man, bis man da an die Zahlen rankommt, wahrscheinlich von einigen Migrantenclans, da muss man schon ganz schön durch die Gegend. Na, da muss man ganz schön was leisten, aber auch hier gibt es natürlich Familienclans und das soll wahrscheinlich dann so eine Art Gegenbewegung dann auch sein. Ich bin sehr gespannt, wie die dann dort ihr Leben zusammen verbringen. Einpacken und wegfahren, sie filmen hier nicht. Sie tragen Trachten, die genauso ewig gestrig sind wie ihre Ansichten. Eine Parallelwelt, die ihre extreme Ideologie von Generation zu Generation vererbt. Also ich muss dazu sagen, grundsätzlich bin ich nicht gegen Trachten. Ich selber, ich bin norddeutscher Fischkopf und ich mag das. Ich bin gerne norddeutscher. Ich trage jetzt nun auch nicht gerade ein Fischerhemd. Ja, habe ich überhaupt schon mal ein Fischerhemd getragen? Nein, aber grundsätzlich zu sagen, so Trachten wie ewig gestrig, ich finde, eine Tracht ist grundsätzlich noch nichts Negatives. Also, aber einfach eine Lederhose passt doch einfach nur nach Bayern. Ja, und das so zusammenzuwürfeln, finde ich schon eher schwierig, was Spiegel TV jetzt da macht. Nur weil grundsätzlich erstmal jemand eine Tracht, es kommt darauf an, wie es so in den Zusammenhang ist. Ne? Wenn du das so siehst und die tanzen dann wieder um so ein Feuer, so wie ich damals im Leinenkleid oder so, ja, dann hat das natürlich schon was. Und das andere ist hier eher eine Uniformierung als eine Tracht. Ne? Würde ich sagen, das, was wir da vorgesehen haben, oder? Das ist ja hier eine Uniformierung. Das, ja, das hier vorne, ihre okay, Ansichten. Hier Trachten, eine Parallelwelt, ja, die ihre extreme Ideologie von Generation zu Generation vererbt. Dieses Kinder in die Welt setzen, nicht den Ausländern, nicht den Türken überlassen. Tja, da muss man dann harte Arbeit leisten, sein eigenes Volk dazu zu überreden, mehr ohne Kondom zu pimpern und so weiter.
ist dann die Wut einiger Leute, dass die Deutschen dann zu wenig Kinder zeugen und so weiter. Ja, liegt ja an einem, liegt ja an jedem selber, ob man das will oder sonst was. Geil ist dann so, das Kinderzeugen nicht nur den Türken zu überlassen, sondern als wenn man das so überlässt, als wenn Leute sich da so drüber Gedanken machen, oh, mein türkischer Arbeitskollege, der pimpert aber ganz schön drauf los, der hat viele Kinder, da muss ich mal aufholen, das ist doch keine Schlacht ums Kindergebären oder was, oder wie muss man den Input hier von ihm verstehen? Aber ist ein Talk, den ich auch gemacht habe vor 20, 25 Jahren, das ist ein Talk, den ich selber getalkt habe, also genau so hat man dann argumentiert und drauf losgelabert. Ihr Geld machen sie mit dubiosen Immobiliendeals. Ein Ort im Würgegriff der neuen Gutsherren. Das Herrenhaus und die angrenzende Scheune haben die selbsternannten Siedler bereits übernommen. Doch wie es scheint, haben sie auch die zwei restlichen Gebäude der Anlage im Visier. Eines davon gehört Heiko Ahrens. Seit gut 2 Jahren befindet sich der Anlagentechniker in einer Art Kriegszustand. Tja, das kann ich mir vorstellen, wenn wir da die Luftaufnahme gesehen haben von dem Herrenhaus, was ja nun schon ganz schön krass aussieht, mit den Scheunen und so weiter. Und du willst dieses kleine Gut für dich haben und dann wohnt da noch jemand, dessen Haus du eigentlich auch haben möchtest, weil du das besiedeln möchtest mit jemandem, den du zu deiner Volksgemeinschaft zählst. Ja, und das ist dann auch immer die Frage. Ich meine, der Herr sieht so aus jetzt hier, als wenn er in die Volksgemeinschaft reinpassen würde, aber vielleicht will er nicht dazugehören. Aber da schielt man natürlich auf die Immobilie, weil man will keinen Außenstehenden, haben, der nicht ideologisch mit auf Linie ist. Und da kann ich mir vorstellen, was hier kommt, dass es hier um Rausmobben geht und so weiter und das Leben einfach zur Hölle machen. Ich meine, steckt im Titel drin, das Leben ist zur Hölle geworden. Bin ich gespannt, was der jetzt hier erlebt hat. Und dann hast du da dein Haus und du wohnst mit diesen ganzen völkischen Siedlern da irgendwie so auf einer Ecke. Da musst du erstmal Bock drauf haben. Das muss man mal ganz klar sagen. Aber Ehre geht raus, dass er hier vor die Kamera geht. Ich bin gespannt, was er zu berichten hat. Seine Axt, für ihn ein ständiger Begleiter. Nicht nur bei der täglichen Hausarbeit. Die steht immer in griffbereiter Nähe. Denn man weiß nie, was passiert hier. Es sind schon so viele Sachen passiert, gerade mit der Nachbarschaft. Daher muss man sich irgendwann mal ein bisschen verteidigen können. Einschüchterung, Nötigung, Bedrohung. Nur einige der Taten, die er seinen raumgreifenden Nachbarn vorwirft. Selbst vor dem Hund von nebenan ist er nicht mehr sicher. Da ist er. Sehen Sie? Da ist ein Stromkabel angeblich. Da ist gar kein Strom drauf. Das ist Mache, um permanent Angst und Schrecken daherzubringen, dass man hier irgendwann vielleicht doch das Grundstück verkauft. Tja, ist eine Sache, über die wir öfters sprechen. Dauerhafte Angstarbeit. Ja, das Leben so unangenehm wie möglich zu machen. Jetzt könnte man denken, ja, scheiß auf den Hund da und so weiter. Ja, auch ich würde mich jetzt durch einen Hund nicht so einschüchtern lassen, aber es geht auch darum, guck mal, er hat selber einen kleinen Hund. Oh, was für ein niedlicher kleiner Hund. Rudolf in Weiß, nur wahrscheinlich besser erzogen als mein Rudolfo. Ja, dass dann die Hunde sich fetzen, der eigene Hund getötet wird. Ich will das jetzt nicht so unterstellen, aber es sind so die vielen, vielen kleinen Nadelstiche, die Leute dann dazu treiben sollen, dann wirklich hier zu verkaufen, dass sie so eine Ortschaft übernehmen können. Und man muss sich selber mal in die Lage reinversetzen und sagen, habe ich da Bock drauf, da gerade so zu leben? Und wie oft haben wir jetzt schon über völkische Siedler gesprochen und so weiter? Und wir sehen es überall immer. Und das sind ja nicht ausgedachte Dinge, dass der Herr Ahrens jetzt hier darüber spricht. Und dann sind das so nervige Sachen, dass du dich dann um so einen Hund kümmern musst, du Angst hast, wenn du im Dunkeln rausgehst, nach Hause kommst, nachts irgendwas passiert, irgendwas wird rübergeschwimmt oder sonst irgendwas. Das kann ich mir schon vorstellen, das ist einfach wirklich Hölle. Als das Herrenhaus des Gehöfts vor knapp 10 Jahren den Besitzer wechselt, ahnt er noch nichts von der Gesinnung der neuen Bewohner. Doch dann, vor 2 Jahren, kippt die Stimmung plötzlich nach ganz rechts. Heute weiß Ahrens, woher der Wind weht. Ich denke mal schon, die wollen sich da ihre völkische Siedlung hier aufbauen. Wenn er der Meinung ist, weiter zu stänkern, dann werde ich sehen, dass die Spirale hochgedreht wird.
Also ist ja schon ein ganz gutes Anwesen, ne? Also das muss man ja schon sagen, da ist schon ein bisschen Geld geflossen, egal wie die Immobilienpreise da in Sachsen-Anhalt sind, irgendwo sonst wo. Aber das Haus wird so oder so Geld gekostet haben, um das zu sanieren. Ja, und dass sich dann, dass man da so in eine Art Spirale reinkommt, man steigert sich da rein, das ist schon, das ist ganz klar, weil nicht jeder will immer einen Schritt zurück machen und sagen, ich überlasse hier mein Ort, an dem ich angestammt bin oder wo ich wohne, ist egal, wie lange man da wohnt, und überlasse ich das jetzt einfach mal völkischen Siedlern und lass mich hier vertreiben. Dass es genau dann so ist, und wenn jeden Tag die Polizei hier ist, wenn ich jeden Tag 110 wählen muss, das ist mir egal, werde ich tun. Beste eine völkische Antwort. Enklave im 21. Jahrhundert mitten in Sachsen-Anhalt. Aufbauen will sie dieser Herr, Baldur Bachmann. Er gilt als das Oberhaupt des wohl größten deutschen Siedlerclans. Sein Weltbild völkisch-national. Baldur Bachmann, könnte man auch denken, Baldur, der schöne Baldur war das, ne? Der schöne Baldur. Genau, ja, oh, wenn ich denn die was ich mir, weißt du, ich könnte ja sogar damit leben, das mache ich jetzt ganz ehrlich, ich könnte ja sogar damit leben, wenn die Leute für sich entscheiden, okay, wir wollen völkisch sein, aber dieses Zwangsanerziehen der Kinder finde ich einfach fürchterlich. Kinder sollen die Freiheit haben, sich so zu entwickeln, wie sie wollen, und nicht unter einer Ideologie der Eltern. Ein ideologisches Elternhaus, und das ist mir auch scheißegal, ob es extrem links, extrem rechts ist oder islamistisch ist oder sonst was. Ein extremes Elternhaus mit einer Ideologie ist einfach Gift, weil die Kinder gar keine Möglichkeit haben, sich frei zu entfalten, in Angst aufwachsen, nicht die Kinder sein können, die sie sein wollen, nicht mit den Freunden abhängen, nicht den Hobbys nachgehen, was sie wollen und so weiter, und vielleicht auch irgendwann nicht den lieben können, den sie lieben wollen. Und das ist für mich einfach ganz, ganz fürchterlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann Baldur Bachmann, Clan-Oberhaupt, sieht aber immer noch anders aus wie andere Clan-Oberhäupter, die jetzt gerade durch die Medien immer streifen, ne? Ich sage nur Stichwort Bushido. Dazu würde ich auch mal gerne was machen. Anderes Thema. Also dieses Bushido-Ding hat mich nicht abgeholt, diese Doku. Seine Ideologie rechtsextrem. Sozialisiert wurde der Mann mit der Stirnglatze in der Viking-Jugend. Mit der Stirnglatze. Alter, Spiegel TV, auch richtiger Frechdachs-Kommentar, ey. Das ist ein richtiger Frechdachs-Kommentar. So, jetzt habe ich das verpasst, was sie gesagt hat. Wo wurde er ideologisiert? So. Die rechtsextrem. Sozialisiert wurde der Mann mit der Stirnglatze in der Viking-Jugend, eine Organisation in direkter Nachfolge der Hitlerjugend. Das Ziel, eine nationalsozialistische Erziehung aller Mitglieder, von der frühen Kindheit bis ins Erwachsenenalter. Baldur ist eines von 12 Geschwistern und entspringt einer stramm rechten Großfamilie aus Österreich. Fast alle Brüder und Schwestern im Geiste. Verheiratet ist Baldur mit Antje Bachmann, geborene Janssen. Gemeinsam haben sie 6 Kinder. Neben Baldur, hier bei der Aufführung einer nationalistischen Theatertruppe in Bischofswerda, wohnt auch Bruder Eckerhard samt Anhang nahe dem Herrenhaus. Nach Spiegel-TV-Recherchen gehören den Bachmanns bereits mehrere Grundstücke in der Gegend. So wohnt auch ein weiterer Bruder, Roland Bachmann, in direkter Nachbarschaft zum Hof. Was ja grundsätzlich für mich, wie gesagt, wenn Familien zusammenziehen wollen irgendwo und sich gegenseitig stützen und helfen wollen, habe ich da grundsätzlich kein Problem mit. Das einzige Problem ist ja hier die Ideologie, wie du es dann machst und wie du dann mit deinen Nachbarn umgehst. Ja, dazu braucht man noch gar nicht viel sagen, wenn jetzt Familien beschließen, zusammen irgendwie Landwirtschaft zu betreiben oder zusammenzuziehen, gibt es da grundsätzlich noch nichts gegen einzuwenden, sondern hier geht es natürlich um die Ideologie. Ja, und dürfen die einfach so die Leute filmen? Also es gibt natürlich ein Persönlichkeitsrecht, aber bei öffentlichen Veranstaltungen, wenn du da teilnimmst, kann man da schon Aufnahmen machen. Spiegel TV wird sich da um die rechtliche Lage mit Sicherheit gekümmert haben. Wir treffen ihn bei der Feldarbeit. Wir sind von Spiegel TV. Das ist jetzt Eigentum und ich schicke Sie jetzt bitte runter von dem Grundstück. Was wollen Sie denn eigentlich hier, grundstücksmäßig? Wollen Sie eine Siedlung gründen oder? Keine Antwort. Bundesweit gibt es etwa 100 Siedlungsprojekte. Andrea Röpke ist Expertin für die Rückwärtsgewandten. Der Begriff
Frau Röpke findet mich so semi-gut, aber sie macht ja öfters mal einen ganz guten Input, aber die findet mich so semi-gut, also da halte ich mich da so ein bisschen zurück. Der Begriff völkische Siedler bezeichnet eigentlich ganz, ganz weit verzweigte Familienstrukturen von Menschen, die dieser völkischen Ideologie sich verbunden fühlen. Das heißt, sie sehen ihre Weltanschauung und auch ihre Lebensaufgabe darin ausgerichtet, sich nach dieser antisemitischen, rassistischen, völlig auch antidemokratischen Gedankenwelt auszurichten. Und völkische Siedler handeln nach der Blut- und Boden-Ideologie. Ja, und so eine Bilder, ich weiß nicht, wie das bei euch aufkommt, ne, ist für mich einfach halt auch ein Trauerspiel. Ne? Muss man einfach so sagen, so den Mädchen so, man weiß es einfach nicht, will man das und dieses Zöpfchen und Rock und Bluse und dann hier so, weiß ich nicht, sind das hier so selbst ausgedachte Schalkonstruktionen mit Wappen und Gitarre und völkisch, ist einfach, Matze, mein Freund, grüß dich, das ist schon sehr, sehr speziell, ne, also ja, BDM und HJ 2.0 und so ist es einfach auch, ja, und da kannst du da völkische Lieder singen, wie du willst, die Sachen, die da verbreitet werden, das nimmt den Kindern einfach auch ihre Kindheit. Nicht, ich bin auch kein Freund davon, dass die Jungs und Mädels heute dauerhaft 24/7 am Handy sind und von, was weiß ich, irgendwelchen Konsolen sitzen. Aber das krasse Gegenteil zu machen, dann hier völkische Lieder zu singen und dann jippai hi, jippai da, Natur, völkisch, Aria, Vaterland und so, ob das kindgerecht ist und welchen Schaden die davon nehmen. Das muss man auch mal gucken. Ne? Auch die Heidi Benningenstein, die ist ja auch in so einer völkischen Familie groß geworden, hat sich dann da irgendwie rausgekämpft. Hat dann auch auf dieser Reise die Familie verloren. Die Kinder werden dann auch irgendwann verstoßen, wenn sie dann die Ideologie nicht mehr mitmachen, wenn sie vielleicht anfangen mit 16, 17, 18, 19, 20 irgendwie zu sagen, ich will doch was anderes, ich will raus und so. Und dann wirst du der Familie verstoßen. Hier sind schon viele Regeln, Zwänge und so weiter. Macht mich schon richtig traurig und wütend, das auch zu sehen. Sie leben in großen Familienverbänden, kleiden sich in Trachten, haben eigene Bräuche und bleiben, ganz wichtig, immer unter sich. Den Rechtsstaat lehnen sie ab, nur die eigenen Gesetze lassen sie gelten. Um sich auszubreiten, kaufen sie Immobilien in wenig besiedelten Gebieten und... Ja, ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Input, so, sie können sich dem Rechtsstaat ja nicht unterziehen, du kannst, ne, wir haben es beim König von Deutschland gesehen, oh, es gibt ja mehrere Könige mittlerweile, Königreich Ur von Adrian Ursache, König Peter I. von Deutschland mit dem Engelgeld und sie können den Rechtsstaat ablehnen, aber der Rechtsstaat ist trotzdem für sie zuständig. Aber die Gefahr, was es so ist, was auch in der Parallelgesellschaft und auch bei Migrantenclans ist, dass sie sozusagen eine eigene Rechtsprechung noch haben und diese dann bevorzugen, ihre Dinge so klären, den Rechtsstaat außen vor lassen und das ist hier sowas wie... wieder so den Ältestenrat oder sonst irgendwas oder so gibt und entziehen sich dann sozusagen dem Zugriff der Behörden und das macht es dann auch so gefährlich nachher, wenn dann der Rechtsstaat zugreift, dass man sagt, sie sind nicht zuständig, wehren sich mit Waffengewalt und so weiter und verteidigen dann ihr Königreich, ihre Enklave, ihre Siedlung und so weiter und gehen dann da drauf ein. So, ich muss mal ganz kurz hier im Chat. Und holen dann Gleichgesinnte nach, so wie die Bachmanns in Sachsen-Anhalt. Doch um den Siedlungsbau voranzutreiben, braucht es Geld. Nach Recherchen von Spiegel TV löst die Familie Bachmann dieses Problem offenbar mit dubiosen Immobiliengeschäften. Ein Beispiel dafür findet sich im thüringischen Fachdorf. Dieses Hotel erstehen die Siedler vor rund 4 Jahren bei einer Zwangsversteigerung. Doch statt den vollen Kaufpreis zu bezahlen und den Hotelbetrieb wie versprochen weiterzuführen, demontieren sie das Inventar. Vermutlich, um es zu Geld zu machen. Tja, dieses ganze Spiel mit Zwangsversteigerung, Immobilien und so, da sind natürlich auch Leute unterwegs. Ist jetzt Hashtag No Hate, ne? Aber immer wenn Leute sagen, sie sind irgendwie was mit Immobilien, Immobilienmakler, Immobilien, dies, das, dann zucke ich schon so zusammen, dann fehlt nur noch ein Freund, der Versicherungsmakler ist oder so. Ja.
Und diese Masche bei Zwangsversteigerung muss man nur 10% anzahlen des Kaufpreises, was weiß ich, und so ein Hotel irgendwo, was weiß ich, wenn das zwangsversteigert wird, 500.000, 750.000 bezahlt zu 75.000, wenn du da durchgehst vorher, wenn du das Objekt versuchst du die Sachen in das Objekt reinzukommen. Das ist nicht immer bei Zwangsversteigerung, dass du ins Objekt vorher rein darfst. Es gibt die Möglichkeiten aber manchmal. Und dann kannst du sehen, was da drin ist. Und ich bin gespannt, wie sie es gemacht haben. 10% angezahlt, alles verkauft und dann gesagt haben, wir können nicht zahlen. Dann kriegen die auch noch ihre 10% zurück. Oder ich weiß gar nicht, wie das dann so ist. Bezahlt man dann eine Strafe? Aber ich bin gespannt. Erich Fleckenstein ist der ehemalige Besitzer. Heute besichtigt er die Schäden an seinem einstigen Eigentum. Reiner Vandalismus. Tut das weh, so das ihr altes Hotel so zu sehen? Das findet man fast keine Worte dafür. Und alle Zimmer so? Alle Zimmer. Und in jedem Zimmer praktisch dann auch die Stromleitungen direkt an der Wand gecuttet, sodass man praktisch die ganze Wand aufschlagen muss, um an die Leitung wieder ranzukommen. Boah, schon ein richtiger Bastard-Move, ne? Ist schon richtig, das ist schon ein richtiger Kack-Move. Dann auch so jemanden, dann auch irgendjemand, mit dem du nichts zu tun hast, den einfach dann so übern wirklich abzuziehen, ey. Da kannst du dich nochmal 10-mal so hinstellen und wir sind hier für Volk und Vaterland, wir sind die coolen neuen Siedler, aber wir ziehen dann hier einen Rentner ab, der sein Hotel oder was ich, ein Pensionär oder was, ja, einfach einen älteren Mann abziehen, Philipp, man macht es nicht so kompliziert. Ja, einfach abziehen und dann hier Kabel abschneiden wegen dem Kupfer da dran oder sonst was, dann an der Wand abschneiden, dass er das aufstemmen muss. Da kannst du zu dem Baldur hinfahren und einfach mal links, rechts Hamburger schnelle Schelle machen. Das ist einfach ekelhaft, ja. Und dann sich so, wir sind die Guten, nein, wer sowas dann schon macht, dann bist du kein Guter, ey. Dann müsstest du es anders finanzieren, zusammensparen oder sonst irgendwas. Oder die ganz klassische Variante, arbeiten gehen dafür, finanzieren oder sonst was. Aber das ist hier schon ein Move, der ist schon richtig räudig. Fotos dokumentieren die Verwüstung. Selbst die Kacheln vom Ofen wurden abgeschlagen. Schaden insgesamt mehrere hunderttausend Euro. Alter Falter, stell dir vor, du freust dich, dass du das Ding verkauft hast in der Versteigerung, in der Zwangsversteigerung oder egal wo. Du freust dich, dass du das Ding verkauft hast. Dann diese 10%, dann auf einmal platzt der Notartermin, Geld wird nicht bezahlt, du hast denen vorher den Schlüssel gegeben und dann kommst du in das Hotel rein und die haben die Kacheln, Fliesen abgeschlagen, weil sie das, und jetzt kleben die Kacheln dann bei sich zu Hause da in ihrem völkischen irgendwas. Mann, mehrere hunderttausend Euro Schaden, das musst du dir mal vorstellen. Da musst du dich unter Kontrolle haben, dass du da nicht noch schnell einen Waffenschein machst und dahin fährst und diesem völkischen Siedlungsprojekt nicht ein ratzfatz schnelles Ende machst, ne? Also das ist schon eine krasse Nummer. Ich habe gedacht, hier geht es irgendwie um Inventar. Wäre auch schon schlimm gewesen. Ich dachte, die haben die Stühle, Tische und sonst was gemobst und ein paar Betten und so. Aber dass die dann bis Elektroleitung und Kacheln abkloppen und sonst was, kann ja froh sein, dass er da noch die Türzagen drin hat und sonst was alles. Wahnsinn. Ja, erste völkische Regel. Klaus Steckdosen, wo du nur kannst, Nils Unger. Ja, ist so. Und das, obwohl die Bachmanns den gesamten Kaufpreis nie gezahlt haben. Ihre Masche so simpel wie skrupellos. Sie gehen zu Versteigerungen, bieten das Höchstgebot und zahlen 10% des Preises als Sicherheit an. In diesem Moment werden sie als Höchstbietende vom Gesetz ins Grundbuch eingetragen, können nun Profit aus dem Objekt schlagen, wie Miet- und Pachteinnahmen oder sogar Hypotheken aufnehmen. Die komplette Kaufsumme bleiben sie jedoch meist schuldig. Am Landgericht Ab dem Zeitpunkt der Versteigerung mit den 10%, die muss man normalerweise nachweisen in bar oder per Scheck, ging das auch mal, ist lange her, dass ich bei einer Zwangsversteigerung war, war das letzte Mal bei mir, einmal habe ich versucht aus einer Zwangsversteigerung zu kaufen und einmal haben wir was aus einer Zwangsversteigerung gekauft, dann kriegt man sofort den Zugang zu der Immobilie, obwohl noch 90% fehlen, hätte ich nicht gedacht, Gefahrenübergang einer Immobilie erst nach vollständiger Bezahlung des Kaufpreises. Okay. Schon eine harte Nummer. Endal kennt Richter Michael Steenbock den Trick. Das perfide, ein Betrug liegt juristisch nicht vor. Das Zwangsversteigerungsgesetz selber ist das Problem.
Allerdings gibt es eben Lücken für Missbrauch und diesen Missbrauch haben wir hier bei uns im Bezirk auch schon häufiger erlebt. Deshalb halte ich es persönlich für sinnvoll, dass man das ZVG, also das Zwangsversteigerungsgesetz, entsprechend reformiert. Und zwar dahingehend, dass der Zuschlag erst erteilt werden kann, wenn das Meistgebot vollständig beglichen ist. Oha, das ist aber eine Gesetzeslücke. Das müsste man erst mal wissen. Wusste das einer von euch vorher? Wusste das irgendjemand? Oh, da gibt auch Leute, die suchen sich dann ihre Lücke, ne? Und ich weiß, wie diese Siedler dann argumentieren würden und sagen, ja na und, war doch alles rechtens, es gab keine Anklage, kein Nix, ist doch alles zulässig so. Ey, trotzdem das Leben von irgendjemand ruiniert, alles kaputt gemacht und schon mit dem Vorsatz, ich weiß nicht, ist das dann nicht auch Vorsatz, wenn man, ja gut, wie willst du den Vorsatz nachweisen, wenn du es sowieso nicht bezahlen wolltest, den Vorsatz? Aber dann könnte man ja zumindest nachfragen, juristisch, okay, hättet ihr überhaupt eine Finanzierung gehabt, gab es überhaupt diese Mittel? Ja, aber dann lügen die auch rum, dass irgendjemand wahrscheinlich das leihen wollte und hat das nicht geliehen und so weiter. Naja, System ausgedribbelt, ja. Das Problem ist, ich wäre jetzt hier gar nicht mal so sauer, wenn sie das System ausgedribbelt hätten. Sie haben aber einfach nur einen Menschen kaputt gemacht und haben dem einfach sein Hotel kaputt gemacht und nicht cool irgendwie das System ausgedribbelt. Das ist schon eine krasse Nummer. Da musst du erst mal drauf kommen, ne? Uns liegen Unterlagen vor, die belegen, dass sowohl Baldur als auch Eckhardt bei einer Vielzahl von Versteigerungen den Zuschlag bekamen, den gesamten Kaufpreis aber wohl nie beglichen. Digga, kannst du hier nicht ausdenken. Ist einfach, sind das dann auch einfach nur Kriminelle? Und das sind Leute, die hier kommen in den Chat rein und sagen, Philipp, du warst immer nur ein Krimineller. Du warst immer nur, du, wir nicht, wir sind nicht so. Digga, das ist doch durch und durch, aber das wird ja auch so. Dann, das haben wir nur so gemacht, weil das sind ja Staatsmarionetten, das geht gegen den Staat, die sind ja nicht unser Volk, weil die gehören ja dann alle nicht dazu. Das ist schon eine krasse Nummer, da war ich gar nicht darauf vorbereitet, dass es in dieser Doku so kommt. Also sind auf jeden Fall ja schon ein paar Fälle gewesen. Wirklich ist auch, woher sie die Mittel für die Anzahlungen hatten. Denn laut Vermögensauskunft sind die Brüder nicht kreditwürdig. Baldur bezog zeitweilig Leistungen vom Staat. Der kannst hier alles nicht ausdenken. Kannst hier, gehen los, Zwangsversteigerung, 10% irgendwo her, da ist schon viel kriminelle Energie dabei, ne, das muss man mal sagen. Und dann mit der Gitarre am Lagerfeuer stehen und dann über Heimat, Treue, Loyalität, Respekt, wir die Guten singen und tanzen und, ja, da wird nur völkisch geklaut, ja. Also, ja. 4-3, wie ihr netter schreibt, auch der Baldur ist also Merkel finanziert, ja, ähnlich wie ich. Anwalt Jürgen Korn vertritt die Geschädigten aus dem Hotel in Fachdorf. Er sieht wenig Chancen, noch an das Geld zu kommen. Ich meine, dass die persönlich dadurch geschützt sind, dass sie unter Umständen, was ich aber nicht 100% sagen kann, Vermögensauskunft abgegeben haben, persönlich im Grunde vermögenslos sind oder es so verschleiert haben, vielleicht auch im Ausland, weiß ich nicht, Österreich kommt sehr wohl her, dass man dann sagt, bei mir ist ohnehin nichts zu holen. Und dann in irgendwelchen Gesellschaften, wissen wir alle, ist es natürlich deutlich schwieriger, an das Geld zu kommen. Ja, ist schon viel kriminelle Energie, ne? Dann auf irgendwelche Kinder, Ausland, Scheinfirmen und so weiter. So ein Zugriff ist dann schon sehr, sehr schwer. Aber da frage ich manchmal, da ist halt der Staat auch ein zahnloser Tiger, ne? Und wenn sie selber diese Lücke in so einem Zwangsversteigerungsgesetz haben, meine Güte, das muss doch möglich sein für Politiker, doch sowas zu ändern. Das muss doch machbar sein. Xanterius 27 schreibt, erstmal alle Nachbarn abziehen, aber dann Zusammenhalt des deutschen Volkes predigen. Ja, das trifft es auf den Punkt. Zu den Vorwürfen will sich Baldur Bachmann nicht näher einlassen. Die Ersteigerungen, so sagt er, mache er für Dritte. Auch die Frage nach seiner Gesinnung halte er für tendenziös. Zum verwüsteten Hotel in Fachdorf gehörte eine Brauerei. Digga, da steht doch Kupfer im Wert von, das sind ja schon alleine, keine Ahnung, nur Kupfer. Kupfer liegt doch bestimmt auch wieder bei 6, 7 Euro oder so. Okay, das haben sie nicht mitgenommen? Auch an der machten sich die Brüder zu schaffen. Quasi vor den Augen von Fleckensteins Geschäftspartner. Ich hatte hier eine Überwachungskamera aufgebaut, die mir dann nachts um 1 Uhr Bilder geschickt hat, wie Leute sich an der Brauereianlage vergreifen. Die Bilder seiner Überwachungskamera zeigen die Leute sehr deutlich.
links Baldur Bachmann und rechts Bruder Eckhard fröhlich grinsend. Zurück auf den Siedlerhof in Wendemark. Zeit für einen Nachfrageversuch beim gut gelaunten Brauerei-Demonteur. Mich würde ja mal interessieren, was da der Versteigerungspreis war. Ich sag mal so, 10% musst du ja trotzdem erstmal auftreiben. Also übertreibe ich da jetzt, aber mit der Brauerei dran und das Gebäude und was wir von oben gesehen haben, egal wo es liegt und wie schlecht das Ding liegt nach Grundstückspreis, aber würde ich sagen, eine Mio ist doch hier angesagt oder was? Ja? Ja? Oder verschätze ich mich da komplett? Keine Ahnung, aber so einfach so von dem Blick von oben. Doch, ne? Das hätte mich mal interessiert, weil die 10% musst du ja trotzdem erstmal haben, wenn du dann vom Amt beziehst und alle haben eine Schufa länger als Griechenland. Ja, safe eine Mio, ja. So, okay. Herr Bachmann! Einpacken und wegfahren, Sie filmen hier nicht. Herr Bachmann, Sie, wir sind schon spiegelgekommen. Sagen Sie mal. Sie machen die Kamera runter. Warum? Haben Sie das gehört? Die Kamera runter. Warum steigern Sie denn die ganze Zeit mit? Warum? Auf Wiedersehen. Herr Bachmann, warum Auf bezahlen Wiedersehen. Sie denn nicht? Okay, Kamera. Dann die Kamera doch nicht runtergemacht. Aber filmen Sie mich nicht ab. Gehen ja trotzdem alle immer in die Kamera. Aber das haben wir bei so vielen schon gesehen. In die Kamera trotzdem reingehen. Trotzdem viel. Hätte man auch anders weggehen können, aber... Okay, auf Wiedersehen. Warum bezahlen Sie denn nicht das Geld, was Sie den Leuten in den Zwangsversteigerungen versprochen haben? Schlüssel vergessen. Doch nicht nur die Zahlungsmoral scheint fragwürdig. Auch die Kindererziehung wirkt irritierend. Ein Nachbar berichtet von Begegnungen mit dem streitlustigen Nachwuchs der Vaterlandsfreunde. Das ging dann sogar so weit, dass die Bachmann-Kinder unsere Kinder mit dem Schäfer und Mischling, der in die Familie gehört, unsere Kinder auf dem Weg zu ihrer Oma über den Acker gescheucht haben, meinem Sohn mit einem angespitzten Stock hinterhergerannt sind und dann im Nachhinein noch das Messer geholt haben, womit sie den Stock angespitzt haben. Ja, du erziehst die Kinder halt mit klaren Feindbildern. Ja, alle hier sind gegen uns, wir sind die Guten und ihr gebt euch nicht mit denen ab. Das ist auch eine klassische Abschottung dieser Kinder, weil sie Angst haben, dass sie in Kontakt kommen mit anderen Kindern, mit anderen Familien und sehen, okay, wie wird da gelebt, wieso dürfen die das, wieso das und kriegen vielleicht Bedürfnisse einfach, die sie dann auch haben wollen. Und so wird vielleicht, das ist alles unterstellt, aber vielleicht wird den Kindern gleich mitgegeben, okay, mit denen gebt ihr euch nicht ab, die sind alle böse. Und Kinder zu manipulieren ist ja leider sehr, sehr leicht, besonders wenn es dann von den eigenen Familien kommt, von den Onkel, Tante, andere Kinder, ältere Kinder und so weiter. Und nur wir halten zusammen, alle anderen sind böse, die wollen uns alles wegnehmen, die wollen uns hier vom Hof und dann kriegen Kinder auch so Verlustängste und sehen dann auch alle als alles als böse an. Und da tut es mir einfach leid. Ich weiß, ich habe es hier heute schon mehrmals gesagt, aber mir tun in dieser Sache dann immer die Kinder leid. Also das ist hier wirklich das Bittere in dieser Doku. Und ihm gedroht haben, dass sie ihn abstechen. Auf Nachfrage bestreitet Baldur Bachmann den Vorfall. Gründe, sich über die jüngste Generation aufzuregen, gibt es offenbar viele. Die sind da sehr auffällig, was nationalsozialistische Hintergründe hatte. Also sprich, die haben auch im Sommer 2019 direkt auf der Straße vor Bachmanns Haus Hakenkreuz auf die Straße gemalt, im Bus den Hitlergruß gemacht, die erste Strophe der Nationalhymne gesungen. Tja, da weißt du halt, was zu Hause abgeht. Ne? Kinder übernehmen das halt. Ne? Wenn das für dich zu Hause normal ist, dass da Hakenkreuze sind oder und dich damit beschäftigst und das Thema Nationalsozialismus zu Hause ist und die erste Strophe, die verbotene Strophe des Deutschlandliedes singen, dann bleibt das natürlich bei den Kindern nicht in den vier Wänden, weil Kinder damit ja nicht umgehen können, weil es für sie normal ist und das dann auch nach draußen tragen. Und da weiß man dann schon, was los ist, wenn du dann so aufwächst, sich davon dann irgendwann zu lösen. Für die Kinder macht es ja das auch so schwer, dann irgendwann zu gehen, weil sie dann alles verlieren. Ne?
und ein Bruch mit der eigenen Familie, in der du aufgewachsen bist, und dann irgendwann zu sagen mit 18, 19, 20, okay, ich will doch nach Berlin ziehen oder nach Köln oder sonst wohin oder nach ins schöne Stockelsdorf, dann ist das schon ein Riesenschritt und ein Riesenakt. Und es ist traurig, dass Kinder damit aufwachsen und diese Symbole dann um sich herum haben und dann das als normal ansehen. Ist ja umso wichtiger, was hierhin zu machen, dass diese völkischen Siedler irgendwie auch in die Schranken gewiesen werden. Also das muss man sagen. Und das ist, für mich ist das hier auch Kindswohlgefährdung, oder nicht? Ich weiß nicht, wie es andere hier sehen. Ich bin da kein Fachmann, was das angeht und so. Das ist, weiß nicht, ist das nicht Kindswohlgefährdung, oder bin ich da auf dem falschen Dampfer? Darauf angesprochen gibt Papa Baldur an, ihm seien derartige Handlungen seiner Kinder nicht bekannt. Ursprünglich kommen die Bachmanns aus Österreich. Großvater Raimund war Schatzmeister bei der NDP, der Schwesterpartei der NPD. 1999 erwirbt die Familie das Schloss Noschkowitz bei Döbeln in Sachsen und zieht nach Deutschland. Geplant ist dort ein rechtes Schulungszentrum. Der muss ja auch gleich immer erstmal ein Schloss sein. 1999 erwirbt die Familie das Schloss Noschkowitz bei Döbeln in Sachsen und zieht nach Deutschland. Also erstmal, wir haben dann immer diese rechten Schulungszentren und so weiter. Wow, warum sagt nie jemand, er will nach Kiel oder Wismar ziehen? Naja, nach Kiel will ja keiner. Das Schönste an Kiel ist die Straße nach Lübeck. Das ist nun mal so. Sorry. Ja, müssen aber auf jeden Fall finanzielle Mittel ja irgendwie da sein. Geplant ist dort ein rechtes Schulungszentrum. Raimund Bachmann träumt von einem großen deutschen Reich. Wenn wir nur genügend Kinder in die Welt setzen und dieses Kinder in die Welt setzen, nicht den Ausländern, nicht den Türken überlassen, die uns überschwemmen, sondern wenn wir Kinder haben und wenn wir diese Kinder zu einem Lebenszweck, zu einem Lebensziel hin erziehen. Eine Tradition, die bis heute Bestand hat. Sie werden geboren schon in diese völkisch-nationalistische Lebenswelt, werden geprägt von den fanatischen Großeltern, Eltern, heiraten und geben dann eben diese Ideologie quasi ohne Bruch und ungefiltert an die eigenen Kinder weiter. Baldur Bachmann lernt seine Frau Antje kennen, als diese gerade mal 14 Jahre alt ist. Mit 17 wird sie schwanger, bricht die Schule ab und kümmert sich fortan nur noch um den Haushalt. Ja, völkischer Traum, ne? Völkischer Traum. Tja, will man auch nicht zu nahe treten, aber ist natürlich weit entfernt von Selbstverwirklichung, obwohl es einige gibt, okay, die sagen, jeder nach seinem Dünken, ja, jeder so, wie er dann mag, aber wenn ich das dann immer so höre und diese Bilder dazu und diese, wenn man das jetzt in Schwarz-Weiß sehen würde vorher, die Bilder, und das hier jetzt in Schwarz-Weiß, könnte man eigentlich auch denken, das könnte auch aus der Zeit des Dritten Reichs sein, ne? Wenn wir das jetzt, wenn wir die Farbe rausnehmen aus diesem Bild, dann, und das Bild vorher, ist das schon sehr, sehr rückwärtsgewandt, ne? Und da sich da auch nochmal rauszusabbeln, ja, wir haben damit nichts zu tun, so mit Nationalsozialismus und völkisch und so weiter, ist dann auch schon, eher peinlich, das zu sagen. Auch sie stammt aus einer ideologisch rechten Familie. Hier sieht man Antje mit ihrem Vater Holger Janssen bei einem Neonazi-Aufmarsch Anfang 2000. Tja, wird halt in der Familie weitergegeben, ne? Gar keine richtige Chance gehabt, einmal ich selber zu sein, einmal bei sich zu sein. Vom Vater zur Tochter, dem Vater gefallen, nicht auffallen, gehorchen. Das ist unser Lebensweg, das ist so, wie unsere Familie lebt und so hast du auch zu leben. Sich dagegen aufzulehnen, ist nicht ganz einfach, weil ich nur die Regeln und Zwänge in meiner Familie gesehen habe, was von mir erwartet wurde. Und das war ja nicht mal ideologisch geprägt, sondern einfach mit Leistungsdruck und so zu funktionieren, wie die Familie oder Papa das erwartet. Mag man sich das in diesem Kontext, wo es dann auch wirklich wahrscheinlich durchstrukturiert ist und kein Kontakt nach außen erlaubt ist,
ist das ein unglaublicher Druck und kaum eine Möglichkeit, sich davor dagegen zu erwehren und wirklich selber eine Persönlichkeit zu sein. Und das ist einfach auch traurig für die Leute, ne? Einfach, dass du nie selber du sein darfst. Das schnürt mir die Kehle zu, wenn ich nur drüber nachdenke. Holger Janssen saß im Vorstand der sogenannten Artgemeinschaft, einer rechtsextremen antisemitischen Gruppierung, die von Anwalt Jürgen Rieger geleitet wurde. Ah, okay. Artgemeinschaft Jürgen Rieger, die auch schon so eine Art, ich weiß nicht, ob es eines der ersten Projekte in der Bundesrepublik Deutschland war, die sozusagen dieses Gefühl hatten, guck mal hier, wer hier so durchguckt. Das sieht ja lustig aus. Entschuldigung. Okay, nicht filmen, nicht filmen, mich nicht auf die Kamera. Okay, Entschuldigung, konnte nicht widerstehen. Aber die Artgemeinschaft war wirklich sowas wie das erste Projekt. Rechtsanwalt Jürgen Rieger, eine wirklich sehr, sehr angesehene Person damals im Rechtsextremismus, der diese Projekte so hatte, so Lebensraum, Fortpflanzung, Kinder gebären und am besten so eine Art Lebensborn zu machen und so weiter. Also so Zucht von völkischen Supermaterial oder so. Ja, so könnte man das ungefähr beschreiben. Und wenn du da schon im Vorstand von der Artgemeinschaft gesessen hast, da weißt du, was da politisch unterwegs ist. Dieses Standbild triggert mich einfach hart. Ja, Grüße nach Bad Segeberg, aber dieses Standbild triggert mich sehr hart. Tut mir leid. Na gut. Okay. Okay. 2005 bekommt Antje Bachmann ihre Tochter Sieghild. Die Kleine erkrankt an Diabetes. Ja, auch die Namen immer, Sieghild. Ja, ich mag ja die alten Namen, ich heiße nur auch Philipp Karl, aber ich heiße nicht Philipp Karl Heil. Ja, Sieghilde ist dann schon immer so, Sieghild, ja. 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 In schweren Fällen, wenn die irgendwann den Absprung schaffen, kannst du ja sogar eine Namensumbenennung machen, ne? Wenn du nicht Sieghild heißen möchtest, ne? Ja. Oh, yeah, yeah. Doch anstatt ihr Insulin zu geben, behandeln die Eltern sie nach der germanischen Heilkunde. Oh. Mit grausamen Folgen. Die letzten Stunden im Leben von Sieghild beschreibt Antje in ihrem Tagebuch. Oh nein. Oh nein, da kriege ich. Digga, da könnte ich am liebsten jetzt nach Sachsen-Anhalt fahren und im Namen des Hotelbesitzers und im Namen der kleinen Sieghild könnte ich die mit Globuli-Flaschen einfach durchwalken einmal. Ja, ey, mit germanischer Heil. Digga, du hast Diabetes und dann gehst du da ran mit germanischer Natur, Heil, Erd, Odin, Leinenkleid. Ich meine, wir reden hier drüber, hier ist jemand gestorben, hier ist ein Kind gestorben, ey. Weißt du, und dann wohnst du mit den Leuten da, wie dein Nachbar, wohnst du mit den Leuten da in einem Dorf. Ey, boah, richtig, richtig Bastardmenschen. Entschuldigung, ey, ich kann mich nicht mehr an mir halten. Zitat: Du konntest nicht mehr richtig sprechen. Deine Zunge war ganz trocken. Dein Blutzucker war sehr hoch. Da lagst du auf dem Sofa, zwischenzeitlich hast du etwas Blut gespuckt. Kurze Zeit später: Alter, ich krieg. Digga, da krieg ich Gänsehaut. Bin ich der Einzige, der gerade hier auf Aggro schaltet? Es tut mir leid, ich gebe das echt zu. Ich weiß, da warten nur Leute drauf, aber da krieg ich. Da. Ich. Mir läuft echt ein kalter Schauer den Rücken runter. Digga, das kleine Mädchen liegt auf der Couch, spuckt Blutzucker hoch und du beschwörst. Den Waldteufel und legst ein Blatt Petersilie irgendwie auf die Couch und da fehlen mir die Worte, wenn du dann siehst und ich sag jetzt mal so, Blutzucker ist behandelbar. Blutzucker, Insulin, Diabetes ist Und dann schreibst du das in dein Tagebuch und du hast schwere Zunge und hustest Blut und so weiter und liegt auf der Couch. Wie doll kann man Gesellschaft ablehnen und Schulmedizin ablehnen, dass dann da nicht mal dein letztes Empathie-Scheiß-Gehirnherz in dir sagt und sagt, scheiß drauf, ich will jetzt die 112, auch wenn ich diesen Staat ablehne
und lass hier Rettungskräfte kommen und Notarzt und versuch mein Kind zu retten, anstatt hier zuzugeben, dass meine germanischen irgendwas Kackkram nicht funktioniert. Was will man dann beweisen? An Weihnachten verstirbt das Kind. Digga, kannst du nicht ausdenken. Digga, kannst du nicht ausdenken. Das ist, ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Bin ich mal gespannt, wie damit umgegangen wurde, aber da selber, da kommt mir schon hier, da steht mir das hier. ...2015 wird den Eltern dafür vor dem Landgericht Hannover der Prozess gemacht. Angeklagt sind sie wegen fahrlässiger Tötung, da sie von der Erkrankung ihrer Tochter wussten und von einem Arzt belehrt wurden. Im Urteil heißt es, Zitat, die beiden Angeklagten wurden darüber aufgeklärt, dass, wie und in welchen Mengen sie ihrem Kind zukünftig Insulin spritzen mussten. Das Gericht verurteilt sie zu einer Bewährungsstrafe von 8 Monaten. Digga, ich glaube, ich muss eine kurze Pause machen oder eine Beruhigungszigarette oder ich muss mir einen Gin Tonic machen oder so. Digga, ich hab 2 Jahre, 10 Monate bekommen wegen Anbau von Marihuana und ich hab das Geld gegeben und ich wurde zu Recht verurteilt. Ich habe 2 Jahre, 10 Monate bekommen für Marihuana. Ich weiß ich jetzt gerade nicht, was ich dazu sagen soll, zu diesem Gericht in Hannover oder zu den Eltern oder zu irgendjemandem. Ich meine, die Sieghilde ist tot, ne? Ja, genau, und da verliert man den Glauben an den Rechtsstaat. Das muss ich ganz ehrlich mal sagen. Also da kriege ich jetzt hier gerade, da kriege ich richtig Puls. Ne? Und fahrlässige Tötung, weißt du so, ich weiß nicht, ob man hier nicht auch anders hätte urteilen können, einfach mal. Es stand da eben, sie mussten ihrem Kind Insulin spritzen und sie haben es dann nicht gemacht und dann ist das eine fahrlässige Tötung und kriegen Bewährung. 8 Monate Bewährung oder was? Ich habe 2 Jahre, 10 Monate für Marihuana bekommen. Für Marihuana. Alter, und da liegt ein Kind auf der Couch und spuckt Blut und die weigern sich Insulin zu spritzen und einen Arzt anzurufen. Ich hätte gedacht, hier gibt es mindestens 5, 6 Jahre, mindestens. Ja, also das ist weiß ich nicht. Ja, naja, ich saß 8 Jahre wegen Eigentumsdelikten, aber da ging es ja um Geld, ja. Das ist doch schon bedingter Vorsatz, eher Totschlag, ja. Ich weiß ich auch nicht, Alter, aber das das ist das auch, warum Leute dann auch den Glauben oft in die Justiz verlieren. Ja, weil sie dann sagen, wenn man sowas dann hört, das kannst du doch keinem erklären und irgendjemand bezahlt GEZ-Gebühren nicht und der geht ein halbes Jahr ins Gefängnis dafür oder so. Ich will das jetzt nicht gleichstellen oder so, aber ja, genau, Mrs. Kress, alleine für die Tagebucheinträge sollen die weggesperrt werden, ja. Ja, okay, Schulmedizin wurde von Nazis gebraucht, ist doch egal. Mann, nicht jeder Begriff, den die auch benutzt haben oder geprägt haben, gehört denen. Für mich ist das die Schulmedizin, ist doch egal. Wissenschaft, Medizin oder evidenzbasierte Medizin, das kann ich mir gar nicht merken. Boah. Boah. Wenn ich die schon sehe, wenn ich die Perle jetzt hier schon sehe, krieg ich Puls. Boah. Laut dem Richterspruch konnte kein Zusammenhang zwischen der möglichen völkischen Gesinnung der Eltern und dem Tod der Tochter nachgewiesen werden. Ob die kritische Einstellung der damals Angeklagten gegenüber der Schulmedizin letztlich im Tatgeschehen irgendeine Auswirkung gefunden hat, die kann man nicht feststellen können. Tatsache ist, dass die Angeklagten bei und in Anbetracht des Zustands der Tochter relativ schnell ärztliche Hilfe hätten in Anspruch nehmen müssen und das aber nicht getan haben. Was hat das, jetzt mal ganz ehrlich, jetzt rege ich mich jetzt mal richtig auf. Digga, um was für ein Scheiß hat denn die Kammer sich gekümmert? Ist doch scheißegal, ob sie das völkisch da sind oder ob sie das, wie Axel immer sagt, das Spaghetti-Monster anbeten oder so. Digga, das Kind liegt im Sterben, sie haben keinen Arzt gerufen, dann gehören sie dafür bestraft. So einfach ist das. Die sind zuständig, das sind die Erziehungsberechtigten, das sind die Eltern,
die haben eine Schutzpflicht für die Kinder und sonst was. Ist doch scheißegal, ob das völkische Siedler sind, Alter, dem Richter, dass wir jetzt alle nach Hannover fahren und den Richter suchen. Das sage ich jetzt ganz ehrlich. Ey, da müsste man echt mal sagen, dem müsste man dann auch mal die Meinung geigen. Und da meine ich echt nur die Meinung geigen, aber das ist echt, das ist richtig ätzend. Das hat auch damit nichts zu tun. Sie haben einfach das in Kauf genommen, dass sie keinen Arzt rufen, haben das Kind einfach sterben lassen. Und so scheißegal, ob die völkisch sind oder nicht, was hat das damit zu tun? Ich weiß auch nicht, wie so eine Kammer dann nach Hause geht und sagt so, erzählen die so ein Urteil abends am Abendbrotstisch? Also das kann einem echt wütend machen. Und diese völkischen Siedler, diese Esoterik-Heinis mit ihrem Kram, die gehen mir auch auf den Keks. Ich weiß, ich kann das heute kaum fassen, wie die mir auf den Keks gehen. Ist doch scheißegal, die haben einfach gezögert, einen Arzt anzurufen und einen RTW anzurufen. Und dann haben sie für mich, tragen sie für mich auf jeden Fall die Hauptschuld, dass das Kind da gestorben ist. Begraben liegt Sigild Bachmann nicht bei ihrer Familie in Wendemark, sondern rund 300 Kilometer entfernt auf der Ahnenstätte Hilligenloh bei Oldenburg. Einem beliebten Friedhof für Anhänger der rechten Szene. Oh, dann noch diesem Kind, dann noch dieses, das, boah, bis in den Tod und über den Tod hinaus nochmal einen mitgegeben. Ja, das ist noch im Tod nochmal dem Kind einen mitgeben und dann nochmal auf so einem ideologischen Friedhof die irgendwie. Da weißt du, was bei den anderen Kindern los ist. Ja, immer was von Ehre, Loyalität, Familie und sonst was schwafeln und ein Kind verrecken lassen, ist so. Naja, sie haben vorhin schon gesagt, an Weihnachten verstorben. Das haben sie vorhin schon gesagt, ja. Gut, dass jetzt hier den Grabstein abfilmen, das gehört nur mal zu der Dokumentation dazu, sehe ich jetzt auch nicht die Problematik, sondern das ist der Dramaturgie geschuldet. Ja, da weißt du, was bei den anderen Kindern zu Hause los ist. Die Grabsteine tragen völkische Symbole und alte germanische Runen. Unter anderem werden hier Hitler-Wegbereiter Erich Ludendorff samt Frau mit einem Denkmal geehrt. Zurück zu Heiko Ahrens. Und da wohnen jetzt mal nebenan. Da wohnen mal. Der Mann, der kann einem auch einfach nur leid tun, wenn du da stehst und die geiern da einfach auf dein Grundstück und wollen dir dein Leben zur Hölle machen. Umso wichtiger, wenn Leute dann immer sagen, so, ja, völkische Siedler, na und, die wohnen da für sich, da muss man einfach dran denken, was passiert mit den Kindern und was ist mit den Menschen, die da in dieser Dorfgemeinschaft auch noch mitleben. Und das wird hier vergessen, auch wenn sie mal sich alle als so toll darstellen, was da hinten rumläuft und wie die sich verhalten, ist einfach nur widerwärtig, läuft gegen unsere Demokratie, läuft gegen unser versuchtes friedliches Zusammenleben und so weiter. Und deswegen ist es so wichtig, darüber aufzuklären und sich auch dagegen zu stemmen. Direkt im Anschluss an unsere Dreharbeiten soll der 58-Jährige von Baldur Bachmann mit den Worten »Jetzt werden sich andere um dich kümmern« bedroht worden sein. Und sowas muss ich hier in meinem Grundstück aufhängen, um mich zu verteidigen, sollte es zu einem Angriff kommen. Ein normales Leben unmöglich. Man fühlt sich wie im Krieg. Man muss seine Haut verteidigen. Und ich habe Angst um meine Frau, dass ich in der Abwesenheit, wenn ich arbeiten gehe, dass hier vielleicht das Haus angebrannt wird, wie es hier auch schon passiert ist. In der Lichterfelder Straße sind 2 Grundstücke abgebrannt und jedes Mal war eine gewisse Person oder ein Personenkreis in Verdacht, aber man konnte eben halt den Leuten nichts nachweisen. Hätte ich sogar Verständnis für, wenn die Leute aufgeben, ist einfach so. Seien wir mal ganz ehrlich und schreibt es mal in die Kommentare, Leute. Seid mal ganz ehrlich, würdet ihr das auf euch nehmen, im gewissen Alter mit Frau und Kindern dort zu leben, wenn die Situation so wäre? Ich habe sogar Verständnis, wenn die Leute aufgeben und sich dort auch alleine gelassen fühlen.
von uns allen, von der Politik, von Polizei, von Justiz und so weiter. Ich weiß nicht, muss man wahrscheinlich aufgeben. Was willst du machen? Ich hätte auch keinen Bock drauf. Ist ähnlich wie die Familie Lohmeier in Jamel oder sonst wo. Wir haben das schon bei einigen gesehen. Ja, und was kriegst du dann da für dein Grundstück? Da will ja keiner hinziehen dann. Und dann hast du da ein Grundstück, was weiß ich, 250.000 Euro wert oder was weiß ich, und die bieten dir 40.000 und zahlen wieder 10% an oder sonst irgendwas. Keine Ahnung. Ja, und unserem Staat sind mal wieder die Hände gebunden. Ja, das ist einfach so. Und dann brennt das da in der Gegend und so, kannst du es nicht beweisen. Und es sind natürlich schon viele Zufälle. Man mag niemandem was unterstellen, hat der Mann jetzt ja hier auch nicht gemacht. Ja, Matze, du hast vollkommen recht. Die Lebensqualität geht verloren, da muss man weg. Ja, du ruinierst dein eigenes Leben und stell dir vor, das ist dein, du hast da dein Alterssitz oder lebst da ein Leben lang und dann kommen die da hin und zerstören dein Leben da, dein. Ja, und dann vorher singen sie dann eine Gitarre und sagen, wir sind ja alles nur die coolen, netten Typen, die für Volk und Vaterland. Nee, die leben nur für sich, nicht für Volk. Oh Mann. Ja. Ja, und dann könnte das vielleicht auch so sein. Meine Frau liegt dann tot im Haus und keiner kann was nachweisen. So, und dann gnadet euch Gott, Bachmann. Auf Nachfrage bestreitet Baldur Bachmann, sowohl etwas mit den Bränden zu tun gehabt, noch Heiko Arends jemals bedroht zu haben. Und lässt ganz herrschaftlich verlauten, dass er generell für Streitereien am Hofe nicht zur Verfügung stehe. Für Streitereien am Hofe stehe ich nicht zur Verfügung. Ja, gut. Was interessiert mich mein Gesabbel von gestern, ne? Also, da war ich in der Doku jetzt nicht drauf vorbereitet, dass das mit der Sieghild, mag man nur hoffen, dass sie da irgendwie ihren Frieden gefunden hat und dann nicht da mit den ganzen Nazi-Leuten auf diesem Friedhof liegen muss und mit denen abhängen muss. Irgendwie hoffe ich dann, dass es dann doch irgendwie vielleicht irgendwie einen anderen Frieden gibt. Tja, schon eine krasse Nummer. Wir werden dieses Völkische leider in Zukunft sehr, sehr häufig sehen. Es ist einfach eine Prognose, die ich abgebe. Wir werden diese Projekte in einer gewissen Intensität sehen. Es werden sich immer mehr dazu zusammentun, rausgehen aus den Städten und versuchen, diese kleinen Dorfgemeinschaften und so weiter zu übernehmen, Leute zu vergraulen und dort sozusagen ihre Bastion zu errichten, die anderen Leute zu vergraulen und dann dort ihre Ideologie an die Kinder und Enkelkinder weiterzugeben. Das ist die große Gefahr und hier ist der Staat auch gefragt, da irgendwie Konter zu geben. Boah, ja, Dankeschön Leute, dass ihr wie immer mit dabei wart. Ich habe es wirklich in unter einer Stunde geschafft. Dankeschön an alle, die mit dabei waren. Vielen lieben Dank. Vielleicht gibt es die Doku bei YouTube, aber Spiegel TV lässt das ja bei YouTube meistens nicht zu. Einmal ist es durchgerutscht, einmal nicht. Okay, Dankeschön, dass ihr dabei wart. Dankeschön an die Mods, die mit dabei waren. Dankeschön die Kanalmitglieder. Dankeschön, die hier ab und zu mit dem Prime-Abo oder mit dem Abo glänzen. Dankeschön. Denkt an, wenn ihr Amazon Prime-Kunde seid, könnt ihr hier kostenlos abonnieren. Müsst ihr aber nicht. Alles bleibt kostenlos. Wir machen natürlich immer weiter. Vielen lieben Dank für eure Zeit. Das hat mich jetzt ganz schön aufgewühlt. Macht mich echt traurig und wütend heute. Und da brauche ich eine Zeit, das jetzt zu verarbeiten. Ja. Vielen lieben Dank an alle und ich verbleibe wie immer mit einem Ahoi von der Küste.